Damit ihr in Zukunft keines meiner Produkttest-Videos verpasst, abonniert meinen Kanal und schaltet die Glocke ein. Hey Leute, heute gibt es mal ein etwas anderes Video und zwar eine Zusammenfassung von bisherigen Produkttests, die es nicht in ein eigenes Video geschafft haben. Heute Teil 1 Lebensmittel. Wir fangen an mit der Brotbackmischung der Braker Mühle Dinkel Vollkorn. Auf der Internetseite der Braker Mühle kann man sich aus einigen Rezepten sein Lieblingsrezept raussuchen. Meine Entscheidung fiel auf das Joghurt-Haferbrot. Ich habe mich voll und ganz an die Anleitung gehalten, nur dass ich anstatt Honig, welches ich nicht mag, Apfelkraut genommen habe. Ich hatte einige Probleme beim Rausholen aus der Form, nachdem das Brot gebacken war, aber nach dem Abkühlen über Nacht konnte ich es endlich probieren. Die Kruste ist schön knusprig und die Ausgewogenheit zwischen Schrot und Mehl ist wirklich super. Das Brot ist sehr, sehr lecker und ich kann es einfach nur weiterempfehlen. Von den Rewe-Produkttestern wurde mir der Rewe2go Ingwer-Shot Apfel-Zitrone zur Verfügung gestellt. Man schmeckt die Säure von der Zitrone, die Süße vom Apfel und im Vordergrund steht die Schärfe vom Ingwer. Pur ist es mir etwas zu scharf, aber ich habe diese Vitaminbombe mit stillem Wasser verdünnt und es war super lecker. Der Mai Müsli Superfruit Müsli 85 Gramm To-Go Becher wurde mir von einem Bekannten geschenkt. Es schmeckt sehr, sehr lecker, aber bei den To-Go Becher, woher nehme ich meine Milch To-Go? Als nächstes die Philadelphia Intense Gourmet Kräuterkreation. Am Anfang war ich etwas skeptisch, weil ich dachte, vielleicht schmeckt das genauso wie der Kräuterfrischkäse von Philadelphia. Der Intense ist sehr luftig und man schmeckt die Kräuter sehr kräftig raus. Nun zu den Zartis von Manna. Ich habe 4 verschiedene Sorten zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen. Milky Vanilla schmeckt ziemlich künstlich, was aber nicht heißt, dass es schlecht ist. Creamy Nougat, sehr, sehr kräftig nussig. Strawberry Joghurt erinnert sehr an den Erdbeershake einer bekannten großen Fastfood-Kette. Und mein Favorit, Salty Caramel. Einmal die Tüte geöffnet, riecht das ganze Zimmer danach und der Suchtfaktor ist riesig. Das Wassereis von Canna Freeze. Es schmeckt super zitronig mit einem leichten Apfelgeschmack und im Nachhinein kommt der Hanfgeschmack. Es ist sehr erfrischend und nicht ganz so süß. Die Zinniminis Frühstückszerealien von Nestle. Irre leckerer Zimtgeschmack und das stimmt auch. Ich habe mich in einer Aktionspackung dazu entschieden, auch den Zinniminis-Riegel zu probieren und ich bin hellauf begeistert. Auch to go kann man Zinniminis nun genießen. Das Zinniminis-Knuspermüsli. Selbst wenn es lange in Milch liegt, wird das Müsli nicht matschig und ich feiere das total. Risco-Milchschokolade mit karamellisiertem Puffreis. Die Schokolade schmeckt sehr hochwertig, was ich super finde. Aber durch den karamellisierten Puffreis ist mir leider die Tafel viel zu süß. Die Be Kind Proteinriegel in 3 Geschmacksrichtungen. Mein Favorit ist der blaue gewesen, aber geschmacklich sind alle 3 recht gut. Mein Problem mit den Riegeln ist leider, dass man diesen mehligen Proteingeschmack trotzdem in diesen Riegeln schmecken kann. Nun Tasty Bite Thai Curry und Tiki Masala. Tasty Bite Thai Curry und Tiki Masala sind Fertiggerichte, die ziemlich scharf sind. Ich habe bei der Pimp Your Curry Aktion mitgemacht und aus Tiki Masala, Kokosmilch, Kichererbsen, Hähnchenbrust, Paprika, Blumenkohl und Zwiebel ein schnelles, natürliches, einfaches, gesundes Gericht gezaubert. Probiert's doch auch! Hat euch das Video gefallen und ihr möchtet weitere Produkttests von mir sehen, dann lasst doch einfach ein Abo da. Das war's auch erstmal mit dem Heinzelmännchen. Wir sehen uns bei meinem nächsten Produkttest.